Ja, weil es so schön war, dachte mir, weißt du was, machst doch noch einen kleinen Panzer dazu, weil so eine kurze Runde ist vielleicht doch nicht das Wahre. Dementsprechend noch den T-127 hinterher. Tier 3 Panzer, der auch in Tier 4 Gefechte kommt, also der hat ein verbessertes Matchmaking. Mal schauen, wie uns da jetzt die Runde gelingt. Aber klar, was wir eben gesagt, das andere Let's Play oder die andere mit knappen 6 Minuten, da kann man noch nicht alles zeigen, da muss man noch. Muss man euch noch ein bisschen Futter geben, das verstehe ich. Deswegen hier, zack, die Zugabe. Ja, es haben ein, zwei Zugabe gerufen. Ich habe es genau gehört. So, wir sind wieder mal in einem super Tierstufe, also 3 und 2 sogar. Wobei die 2 natürlich deutlich in der Unterzahl sind. Mit bei uns 2 Panzer, bei den 3. Aber, wie gesagt, im Gegnerteam. Da sehe ich jetzt nicht viel Schlimmes, sage ich mal. Der einzige, den ich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen nicht gerne mag, ist der FCM. Aber jeder, der wissen will, warum, kann sich einfach mal Let's Play dazu anschauen. Also der kann schon mal ein Team rausnehmen, wenn er denn will. So, Stuart, schön, hat gebremst, vielen Dank. So, der T127 ist eben etwas langsamer, wie man jetzt gut sieht, im Vergleich gerade zum T15. Aber er ist okay. Von dem Durchschlag her hat er dann aber etwas mehr. Der ist dann bei 51 und beim Premium auch sogar bei 84. Und so, da ist ein M3. Ich würde ja saugern auf den Hügel hoch. Aber der Hügel wird. Oh nee, wie kann ich denn da nicht treffen? Und also bitte. So, ich nehme jetzt einfach mal die aufs Korn, die da hochfahren. Nur gekettet. So, der M3 war klar, dass der mich nervt. Ja, T46, da war jetzt ich, sorry. Ach Mensch, geh weg! Hasse ich, wenn jemand so an einem dran klebt, dass man nicht mehr manövrieren kann. Jetzt ist blöd, der M3. Oh. LTP? Der LTP ist natürlich eine harte Nuss auf der Tierstufe. Vielleicht, ja, entweder würde ich jetzt Premium. Der M3 ist nervig. Ich lasse ihn da jetzt einfach mal da oben kommen. Wie kann ich denn da abprallen? Oh, ist der. Und der T46 lebt die ganze Zeit an meinem Hintern. Also, jetzt bitte. Kannst du mal irgendwo hinfahren, wo ich nicht bin? Ich stelle mich gerade für den. Blöde Stelle, blöde Stelle, so nicht. Ja, ich fahre jetzt hier weg, weil jetzt hat mir der M3 wirklich lang genug eingeheizt. Man muss auch mal wissen, wann mal Schluss ist. Und ich merke gerade, ich habe meine Belegung verändert. Deswegen habe ich jetzt mit der Kette gerade ein bisschen gebraucht. So, jetzt werde ich einfach hier mal, habe ich die Faxen dick, jetzt geht es mal in die andere Richtung. Bis jetzt noch keine schöne Runde, muss ich gestehen. Aber noch lange nicht vorbei. Da kann auch einiges passieren. Auf jeden Fall ist mir das da mit dem M3 zu blöd. Hat der natürlich einen Vorteil, dass er einfach schneller ist als ich. Dementsprechend kann er da auch einfach besser agieren. Oh. So, jetzt aber den. Oh, da ist schon ein TD. So. Und ein Marder steht dann da wohl auch noch. Oh, der hat auch schon 4 Kills. Der ist fleißig. Ich versuche noch rückwärts ein bisschen mich hier besser zu positionieren. Schauen, ob der M3 den jetzt vielleicht aufmacht. Aber es schaut nicht so aus.
Ja, der M3 Stuart ist da oben echt fleißig. Das muss man ihm lassen. Schaut leider nicht gut aus gerade. Jetzt werde ich wenigstens versuchen, den Marder ein bisschen abzusichern. Indem ich hier mal rüber gucke. Ja, jetzt, wo ich da nicht mehr bin, jetzt macht er sie auf. Klasse. So, wenn ich jetzt hier ein bisschen nah an Stein fahre, kriege ich vielleicht den M3 Stuart auf, wenn er denn da oben stehen sollte. Habe jetzt auch wenig Lust, dann eine von oben auf den Deckel zu bekommen. Da wusste ich doch, dass ich ihn passiv aufmachen kann. Vielleicht bringt es unserem Marder hinten irgendwas. Das ist jetzt so meine Wunschvorstellung. So hoch komme ich nämlich eh nicht, also das heißt, ich kann eh nicht wirken, selbst wenn ich wollen würde. So. Ne, ich komme selbst mit Berg hochfahren bisschen nicht hin. Ach bitte mal, da triff ihn doch wenigstens. Ah, das war jetzt eigentlich schlecht. Also der hätte ihn jetzt treffen sollen müssen. Okay, er schaut weg. Schön. So, den konnte ich doch eliminieren. Der M3 ist jetzt da unten. Schauen wir mal, wo er jetzt hinfährt. Noch bewegt er sich nicht. Okay, er fährt jetzt am Wasser runter. Das ist jetzt meine Chance, auf den Hügel zu kommen. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Bitte, Marder. Okay, langsam fange ich das Schwitzen an. So, jetzt muss ich dem Marder irgendwie helfen. Marder, warum stehst du jetzt nicht mehr oben? Ernsthaft? Das muss wehtun. Das habe ich doch auch bei dem Gegner schon ein, zweimal gehört. So, jetzt habe ich die Faxen aber dicke. Okay. Puh. Ja, und jetzt ist der gegnerische Marder noch da, der hinten campt. Und ich. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt keine Lust, zu dem rüber zu fahren. Das heißt, wir haben noch 7 Minuten 50. Das tut mir jetzt leid. Vielleicht kann es jetzt etwas länger werden. Aber ich lasse den jetzt kommen. Weil jetzt will ich das Spiel auch gewinnen. Das ist so mein eigener Antrieb, den ich dann hoffentlich auch umsetzen kann. Ich könnte natürlich jetzt auch aufs Plateau in der Mitte fahren, bin aber da natürlich auch für den Marder ein gutes Ziel. Aber jetzt wie gesagt, wir warten erst einfach mal 2 Minuten, 2 Minuten auf jeden Fall, so bis 5 Minuten mal ab. Es sind einfach noch 2 Gegner. Und ja, das kann einfach unangenehm werden. So, ich hoffe ja, dass er ja, das macht, was ich mir wünschen würde. Das heißt, dass er hier durchkommt. Dann würde ich mir einfach wegschnappen. Aber wie gesagt, ansonsten, wenn das nichts wird, wenn der jetzt wirklich nicht kommt, dann fahre ich jetzt erstmal auf die Insel bzw. am Wasser hier entlang und versuche dann sozusagen ihn hinten zu erwischen. Aber eben so bis zur Minute 5 warte ich da noch. Oh, da kommt doch schon der Erste. Dass der auch noch voll ist, ist jetzt natürlich eher uncool. Okay, der war jetzt Gott sei Dank vom Ziel her glücklich. Puh, der Marder hat. Oh. Okay, er kann hierher schießen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, er steht da hinten. So hier in dem Bereich, da könnte es auch gut sein.
Okay, dann glaube ich, weiß ich jetzt, was ich jetzt tun kann. Ach, das sind so die Momente, egal was für ein Tier oder was für eine Tierstufe, da geht mir die Pumpe immer ein großes Stück höher. Hätte ich wenigstens noch so einen, könnte ich noch so einen Treffer abhalten, aber nein. Ich bin leider genau so, dass ich beim ersten Ding platzen werde. So, wir fahren jetzt einfach mal durchs Wasser und am Wasser an der Küste entlang. Mal gucken. So. Bis jetzt. Oh Gott, jetzt ist er am Cap. Also, umdrehen. Und zurück. Hab noch genug Zeit. Also von dem her bin ich da ganz entspannt. Der ist wahrscheinlich mir oben entgegengekommen oder beziehungsweise wir sind jetzt aneinander vorbeigefahren gerade eben. Jetzt will ich nur nicht, dass er mich sieht. Das wäre jetzt gerade das Blödeste. Ich würde ihn nämlich gerne von hinten überraschen. Das ist jetzt so mein Ding, auf das ich spekuliere, dass ich ihn von hinten nehmen kann und eventuell sogar umfahren. Deswegen darf ich jetzt auch nicht so nah am Cap, dass ich jetzt passiv aufgehe. Das war klar, dass er. Ach Mist! Dass er jetzt so steht, dass er genau zu mir guckt. Ärgerlich. Ja, es tut mir leid, ich hatte mir da selber mehr erwünscht und wenn es ein Sieg gewesen wäre, dann würde ich auch mal vermuten, dass das gleichzeitig das Panzerass gewesen wäre. Aber hat nicht sollen sein. Trotzdem war es, glaube ich, eine gute Runde, die ich da gefahren habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nerven und Stahl habe ich und Verteidiger wenigstens abgeholt. Und ja, ich habe mein Möglichstes getan. Leider hat es nicht sollen sein. Trotzdem, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir einen Daumen da. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und bis zum nächsten Mal.